Oh, es verregnet, ist es hier. Uiuiuiuiuiui, alles nass. Willkommen zurück zu Stonehearth. Hier brennen gerade noch ein paar Fackeln, trotz des Regens. Der Rest draußen ist mit Lampen versehen. Kleinen Glühlämpchen reingepackt. Ja, und wir bauen unsere Siedlung weiter. Wir versuchen unser Volk zu verstärken, ihre Gegend zu verschönern, dass sie sich besser fühlen und. So auch jetzt heute. Heute geht es unter anderem darum, dass ich in Auftrag geben werde, viel mehr Zäune herzustellen. Zäune sind toll. Gehen wir auf 20 Stück. Und da kann unser Carpenter sich mal wieder so richtig die Seele aus dem Leib bauen. Und dann ist der nächste Big Point gewesen, dass wir hier Betten Indoor haben. Das heißt, jeder kann sich jetzt, glaube ich, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und so weiter und so fort. Und dann möchte ich noch was gucken. Kann ich? Ja, ich kann ja sogar den Owner assignen. Das heißt, das Bettchen hier kriegt den Owner assigned für ihn, für den Carpenter. Hier sind es unsere Bauern. Und hier kann sich der Rest erstmal hinlegen. Gut. Was wäre folgerichtig zurzeit unser nächster Schritt? Unser nächster Schritt wäre A. Hier sind wir schon recht dicht. Von mir aus hier so ein bisschen verschönern. Und wir brauchen ein regelkonformes Lagerhaus. Wir könnten rein theoretisch dieses Lagerhaus hier oben raufsetzen, dass es von unten immer begehbar ist und die Leute von oben alles runterholen. Das funktioniert. Könnten wir vielleicht sogar eine Treppe nach unten in die Höhle bauen. Ja, das finde ich klingt gut. Das machen wir jetzt. Das heißt, wir entfernen diesen Baum. Ui, und Daily Update funktioniert. Ein neuer Member, Memberin für unsere Siedlung. Der Baum muss weg. Weg, weg, weg. Währenddessen plane ich schon mal den Aufgang. Würde ich hier planen. Das ist schon schön, dass das jetzt so wunderbar funktioniert. Gut. Ach, ich habe eine Idee. Das Lagerhaus kommt auf zusätzliche Stelzen. Einfach nur, um es abzusichern. Mit einem Art Fahrstuhl nach unten. Das machen wir jetzt. Okay. Wie viel haben wir hier an Entfernung? 11. Okay. Das kann jetzt als erstes gebaut werden.
Das geht erst, wenn der Boden steht. Okay. Oh, cool. Oh, ein cooler Vorhang. Den kaufe ich, den kenne ich noch nicht. Das ist ja ein cooler Händler, der hier ist. Schöne Sachen. Coole Fenster. Ja, wir müssen auf jeden Fall ein paar Sachen herstellen. Und ich glaube, jetzt könnte das funktionieren. Oha. Aber ich glaube nicht, dass die zu uns kommen, ne? Doch, kommen sie. Ah ja. Das wird also das erste Mal jetzt sowas werden. Dann holen wir mal kurz unsere Truppe auch her. Nochmal zurück und jetzt könnt ihr angreifen. Okidoki, hat geklappt. Haben wir irgendwas, was wir einsacken müssen? Muss der Witterung ja auch irgendwie standhalten, das ganze Ding. Und ich weiß ehrlich, ich baue eigentlich gerade Freestyle. Müssen wir gucken, ob das auch so wird. Wie ich mir das so ein bisschen vorstelle, ob das schicki wird oder nicht. Oder, naja, mal gucken.
Noch jemand ist dazugekommen. Sehr schön. Eine Idee, zurück. So. So. Entschuldigt. Okay. So können wir arbeiten. Alles muss seine Richtigkeit haben, ne Leute? Wisst ihr ja noch. Die Kisten füge ich nachträglich ein. Na, warum steht ihr hier alle doof rum?
Kann sein, dass wir einfach kein Holz haben. So, unser Goblin ist wieder da. Good news for you. Er beleidigt uns. Und sie verschwinden tatsächlich, weil sie gemerkt haben, ey, wir kommen ja gar nicht zu denen. Baulich bedingt. Ja, also es lag tatsächlich am Holz. Dieses Gebäude ist natürlich jetzt was Spezielles. Da könnten wir vielleicht sogar von Anfang an dem Carpenter auch noch die Bauaufträge geben, dass er uns schon mal so ein paar Lagerkisten bauen soll. Wir könnten normale Lagerkisten nehmen. Wir könnten, also die hier, wir könnten aber auch... Kein Holz, ja, gut. Das ist auf jeden Fall kein kleines Gebäude, aber ich glaube, die können das gut bauen. Ich habe mich so halbwegs daran gehalten, dass es vereinfacht ist. Das hier war schon komplizierter. Das wisst ihr ja noch. Ja. Ich glaube, das kriegen sie hin. Er ist ein richtiger Arbeitsworkaholic hier, der einfach mal abends die ganze Zeit durcharbeitet. Hat er das als Eigenschaft? Ja. Nee, da hier. Night Owl. Das heißt, der schläft gleich tagsüber. Ja, solche Leute braucht man auch. Eigentlich könnten wir jetzt ja auch mal jemand anderem. Der ist jetzt Fischer. Oh, der ist stuck. Jetzt nicht mehr. Gut, was kann der Fischer bauen? Kann der... Erstmal braucht er so seine Workbench. Dafür brauchen wir dann Holz. Lassen wir erstmal das Haus bauen. Dann haben wir einen Fischer. Dann können wir tatsächlich hier unten hier ein Fischerhaus planen. So kann man sich einfach wieder anschauen, wie schön das hochgezogen wird. Ja, und währenddessen kann ich euch ein bisschen wieder palabern. Also ich würde euch natürlich alle gern wieder auf den Discord einladen. Die Community dort ist, weil ich lange weg war, ein bisschen ruhiger geworden. Kann man sich ja denken. Ich war lange begeistert davon, dass sie so lange durchgehalten haben, sogar bis jetzt. Da nochmal ein dickes Danke an euch und vor allem ein dickes Danke an den Support.
Wenn ihr da Lust habt, reinzukommen, ich versuche da wieder aktiver zu sein. Könnt ihr auch mit mir chatten, könnt ihr euch mit mir aktiv auseinandersetzen. Habt ihr Ideen, Tipps oder sonstiges, dann alles kein Problem. Und sonst, ja, bald steht bei uns ein Umzug an. Deswegen bin ich immer etwas sporadisch da. Es ist ganz viel zu tun mit dem Kleinen, mit dem Umzugsplanungen, mit Weihnachtsvorplanungen, also alles, was man sich so vorstellen kann. Das kostet Zeit, das wisst ihr alle. Deswegen, da bin ich deshalb manchmal jetzt zurzeit nicht da. Ich plane zurzeit eine kleine Kooperation mit einem anderen Content Creator hier über YouTube. Muss ich mal gucken, ob wir das irgendwann hinkriegen. Das wäre schön. Ja, und das werdet ihr natürlich rechtzeitig erfahren. Und sonst kann ich nur sagen, dass die jetzigen Let's Plays natürlich derzeit aktiv sind, durchgeführt werden, weil ich auch das haben möchte. Ich möchte ein paar mehr Folgen generieren. Stonehearth hier, vielleicht schaffen wir die 20. Wir müssen mal gucken, wie weit wir kommen. Wie weit auch ihr Lust habt. Ich sehe es ja auch an den Aufrufzahlen. Wenn die mir zu gering werden, dann irgendwann lohnt es sich halt auch nicht für mich, immer weiterzumachen. Aber da im Moment sieht es noch gut aus. So, und sonst plane ich neben Stranded und Sapiens dann halt auch weitere Titel ein, wenn die dann fertig sind. Gucken, wie weit wir Sapiens noch bringen. Das ist ja derzeit in der Alpha und ich glaube, da ist bald der Content vorbei. Und Stranded versuchen wir halt so lange, wie es uns Spaß macht. Ja, das ist ein tolles Spiel. Kann auch irgendwann eintönig werden, klar. Muss man gucken. Genau wie hier Stonehearth. Müssen wir auch schauen, wie lange wir Lust haben. Aber stehen ein paar tolle Titel in der Pipeline hinten, die ich gerne ausprobieren möchte. Und da könnt ihr euch drauf freuen. Wenn ihr natürlich sagt, du, zeig uns gleich neue Titel. Dann bin ich euch nicht böse, dann schreibt das auf jeden Fall in die Comments. Da sollt ihr ehrlich sein, bitte immer. So, und jetzt machen wir mal kurz weiter. Ich möchte sehr gerne den Feldweg hier weiterführen. Weil das ja komplett hier oben für die Bauern ist. Mensch, schaut euch das an, wie schnell das geht. Ui, da unten ist schon... Ah, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das klappt. Das ist ja schon unser Weg da unter. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen, bitte. So, und jetzt brauchen wir Fenster, die hoffentlich hergestellt wurden. In der Zeit und Türen. Oder auch nicht. Huch, was ist denn hier passiert? Eine schwebende Leiter, die muss weg. Oh, ein Trader. 7 Window Frames, normal, für 3 Wooden Shield. Nee, das brauche ich nicht.
nutzen wir immer noch unsere Möglichkeiten hier. Ist nicht schlimm, wenn jetzt die Nahrung so ein bisschen hapert. Farmer Level 5. Haben wir eigentlich 2 Carpenter mittlerweile oder nicht? Wollte ich auch checken. Ne, immer noch weiterhin einen. Das wäre auch nochmal so eine sinnvolle Ergänzung, glaube ich. Schön am Quatschen hier. Obwohl es genug Aufgaben gibt. Okay. Gut, Leute. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich hoffe, das war cool. Wir bauen fleißig vor uns hin und sehen eine hoffentlich gute Zukunft vor unserer Siedlung. Bis bald. Macht's gut und tschüss.